Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ihr habt ja schon die Caroline kennengelernt, das ist meine 11-jährige Tochter, die ich gerne in den nächsten Videos ein bisschen besser mit einbinden möchte. Zwar nicht nur optisch, sondern auch vom Ton her, weil da manchmal ganz lustige, witzige Sachen kommen und ich generell ja mit ihr fahre und wir uns ja übers Sehen unterhalten. Da gibt es ein paar Sachen, die man irgendwie natürlich umbauen muss. Deswegen zeige ich euch vorab mal ganz kurz mein Setup und danach geht es dann mit dem Linchen aufs Motorrad. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mit meinem neuen LS2-Helm habe ich mir gedacht, ich muss die Caroline ein bisschen mehr einbinden. Das ist relativ aufwendig. Ich habe mir das hier gerade alles nicht selbst ausgedacht. Das habe ich vom Röhnschrat. Den Kanal werde ich euch gerne mal unten drunter verlinken. Sehr interessanter V-Log-Vlogging-Kanal über Motorräder, über Technik, über Parts. Also ziemlich coole Sache. Das Problem ist nach wie vor leider eine gute Tonqualität auf die GoPro zu bekommen. Ich habe also relativ viel schon probiert mit verschiedenen Kameras an beiden Helmen, wobei, wenn ich die Kamera und so alles bei Linchen mit dran mache, dann ist der Helm einfach zu schwer. Das ist irgendwie auf Dauer nicht schön und man muss es synchronisieren. Das ist immer alles nicht so leicht. Und ja, das ist jetzt eine Lösung, die ziemlich gut ist. Ich weiß noch nicht, wie ich den ganzen Kabelsalat unterbringen soll im Helm, aber irgendwie wird das schon funktionieren. Das Grundgerüst ist im Grunde ein Sennheiser R50, müsste das glaube ich sein. Das Mikrofon geht nicht direkt auf die GoPro, sondern die Stimme kommt immer noch über das normale Mikrofon. Jetzt habe ich das hier aufgesplittet von diesem Sennheiser-Teil auf eine Klinke. Von dieser Klinke gibt es ein Spaltkabel. Das eine geht im Grunde dann zu den Kopfhörern. Ne? Das heißt also, ich höre nach wie vor noch ganz normal, was das Linchen dann über das Sennheiser mir sagt. Die andere Seite des aufgesplitteten Signals geht dann im Grunde in ein weiteres Splitkabel. An der einen Seite hängt dann nochmal mein Vlogging-Mikro dran und das Ganze geht nachher dann gebündelt in den MediaMod der GoPro. Das heißt also, ne, was ich vorhin schon meinte, mein Ton kommt dann direkt über den Splitter in die GoPro und das, was ich vom Sennheiser höre, teilt sich auf zu meinen Kopfhörern und in die GoPro. Dadurch haben wir sozusagen auf der GoPro-Spur dann meine und Linchens Spur. Soweit so gut. Ich werde jetzt mal schauen, dass ich das alles im Helm unterkriege und dann probieren wir das Ganze mal aus. Oh Mann, Spaß sieht anders aus. Gut, also wir haben jetzt hier außen Sennheiser. Dann Mikrofon muss ich irgendwie noch reinklemmen. Dann muss das ganze Gerödel hier rüber. Wir haben hier hinten, da ist ein Loch tatsächlich, da konnte ich jetzt ziemlich viele Stecker unterbringen. Der muss noch da draußen gehen, der geht ja dann zur Kamera und dann mit dem Mikrofon. Das muss ich dann irgendwie nochmal anders fixieren. Und das versuche ich jetzt hier alles wieder hinter das Polster zu klemmen und schau mal, wie das dann aussieht. So, eine knackige halbe Stunde später ist das Sennheiser dran, geht da wunderbar rein. Die Kabel konnte ich in dieser Vertiefung wunderbar unterbringen. Ach, nee, das gefällt mir noch nicht, da muss ich nochmal ran. Ja, viel besser. So geht jetzt hier auch der Kinnbügel über das Mikrofon, ohne dass ich da ständig irgendwie nachher alles hin und her biegen muss. Die Kabel sind jetzt innen drin, gehen jetzt da hinten lang, in diesen Hohlraum, den ich meinte. Und wir haben jetzt hier auf der linken Seite noch ein einziges Kabel und das Anschlussstück zur GoPro, das heißt also das hier drüben, was dann direkt einmal in die GoPro geht und dann aufgesplittet wird nochmal auf das Mikrofon, das dann eh so nur locker vorne im Helm rumliegt. Ja, das war's. Eieiei, mein Visier sieht aus wie Sau. So, wir haben uns jetzt bereit gemacht, um mal eine Tour zu machen. Wir haben heute gleich uns mal einer größeren Strecke angeschlossen mit weiteren E-Mobilisten. Wir hatten ja schon mal eine Tour, heute mal die zweite Tour mit dabei. Heute hoffentlich auf der anderen Spur, die Carolinchen, gut zu hören. Sag mal was. Hi. Ja, dann geht's jetzt los. So, willst du fahren? Soll ich fahren? Ich will fahren. Na, das pass auf, hier ist überall Hundescheiße. Also ich kann behaupten, wir sind heute der dreckigste Teilnehmer. Ich krieg das Ding nicht runter. So, hast du? Also früher, als ich Kind war, habe ich die Fußrasten immer vorher runtergemacht und bin dann aufgestiegen. Naja, ich dachte, die sind noch unten. Ja, letztes Mal alleine gefahren. Muss man aber nicht. So, gleiche Prozedur wie beim letzten Mal. Wir fahren jetzt zum Mercedes-Autohaus nach Reinickendorf, weil da so viele Ladesäulen sind. Irgendwo trifft man sich ja mal. Es gab am Anfang schon irgendwie Kritik. Ja, da muss man erstmal irgendwo hinfahren, sich treffen und dann lädt man da. Das ist ja total doof. Nee, ist es nicht, weil man trifft sich ja eh irgendwo und insofern ist das völlig in Ordnung. Außerdem ist unsere Ladesäule hier heute mal wieder kaputt und wir brauchen noch ein bisschen Strom. Deswegen ist es ganz gut. Wir haben jetzt eine Viertelstunde Ladezeit noch eingeplant.
um dann halt auch voll zu laden und dann kann die Tour beginnen. Guck mal, der hat so ein Holo-Visier. Also wenn da die Sonne scheint, dann ist das so lila und grün und so. Ah so, der fährt ganz schön schnell, 65. So, warte mal, Nummernschild. Ja, Anzeige ist raus. So, ja, wenn alles gut klappt, dann hört ihr mich jetzt relativ gut. Und das Linchen, das ist gar nicht so leicht, ja, gerade mit dem Klapphelm mein Mikro hier irgendwo unterzubringen. Das, was ich am Anfang so ein bisschen doof fand, eigentlich, dass die Spuren jetzt getrennt sind. Also meine Spur oder meine Stimme sozusagen auf dem linken Kanal, Caroline ist auf dem rechten, fand ich am Anfang ein bisschen komisch. Mittlerweile finde ich super, weil... Das, klar, da hat sich jemand was bei gedacht vorher. Ich kann das nochmal nachbearbeiten. Ne? Meine Stimme, da weiß ich schon, wie der Pegel ist, wie das hinkommt, aber ich weiß natürlich jetzt nicht, was reinkommt oder wie laut das Sena ist. Und dementsprechend ist dann der andere Kanal entweder zu laut oder zu leise und das kann ich dann nachher wunderbar nochmal pegeln. Deswegen bin ich da ziemlich ganz froh, dass sich das trennt. Ja, wie bitte? Wir sind gerade an diesem Testding vorbeigefahren. Ach so. Ja, ja. Wir brauchen heute keinen Test. Still. Und dann hier rechts und dann, da fahren wir dann da schon rein. Ach rechts, doch rechts, ja, ist rechts. Ja, ist rechts. Nicht, hier noch nicht. Ja. Da. Hier rein. Wir sind mal wieder die Ersten. Siehst du, Andreas ist nämlich schon da. Der Streber. Hm. Moin. Na, Tag. Moin, moin. Wart schon lange? Deswegen haben wir die verloren gestellt, wahrscheinlich das Signal hier. Ja. Moin. Hi. Bonjour. Morgen. Hast du den Funk jetzt angelassen? Gegensprechanlage koppeln. So. Oder? Auf nach Teupitz. 10 Minuten, vollgeladen, 100%. So, rein rechnerisch würden wir knapp 200 Kilometer schaffen, 198 Kilometer. Das hängt natürlich auch mal ein bisschen mit der Fahrweise zusammen. Mal sehen, also sollte auf jeden Fall reichen. Ich habe mir heute vorgenommen, nicht wirklich zu laden. Mal gucken, vielleicht auf dem Rückweg, wenn es sein muss. Ansonsten wollte ich mal versuchen zu zeigen, dass man auch so eine Strecke durchfahren kann. Magst du dich raufsetzen oder willst du jetzt in der Sonne da stehen? Und ich dachte, du willst erst rausfahren. Nö. Let's go. Mann, das Wetter ist ja fast zu schön, ey. So. Also die Blinker vom Andreas, die LED-Dinger, finde ich nicht gut. Hier haben wir jetzt die normalen Glühbirnen drin und da so LED, die sieht man echt schlechter. Ich hätte mal gedacht, LED sieht man besser. Nee, gefällt mir nicht, will ich nicht haben. Also ich habe irgendwie mit einer Fahrt ins Grüne gerechnet. Jetzt stehen wir hier an jeder roten Scheißampel. Ah, Kika hier. Fernsehtower. Die Spree und der Berliner Dom von hinten. Ist das Berlin Dungeon? Ja. Gehst du hier mit mir hin? Heute nicht. Fernsehturm, rotes Rathaus und rote Ampel. Guck mal, ein Elektrobus. Vorne rechts seht ihr jetzt diesen Aral Mobility Hub, wo so viele Sachen zusammenkommen, Elektromobilität und vernetztes Fahren und sowas. Verlinke ich euch gerne mal ein Video oben rechts, könnt ihr euch mal anschauen, das ist ziemlich interessant. Gleich versuchen gegen dieses Verbrennermotorrad, was nicht zu unserer Gruppe gehört, zu duellieren, zu rebellieren. Die sind natürlich ganz weit vorne. Ja. Was sollen wir denn an der Tankstelle? Den Kollegen einsammeln. Ach so. War richtig dangerous. Carolinchen, du bist zu schwer. Gar nicht. Doch. Zu leicht. Nee, du bist fast zu schwer. Bin fast weggeflogen. Sonst hätten wir ja gewonnen. Aber nee. Du bist zu schwer. Ja, immer wenn du dich auf die Zero setzt, dann sackt die so richtig runter. Du bist doch wieder fettmorkige Oder wenn du mein Fenster zumachst, dann biegt sich der Tisch auch doller. Aha. Als bei mir. Viel doller. Was ist jetzt los hier? Ich bin. Die gehören alle gar nicht zu uns. Oh. Das ist herrlich. Einfach mal eine Strecke mal durchfahren, ohne irgendwie an jeder Ampel anhalten zu müssen. Also wenn das wirklich klappt mit deiner Stimme hier auf meiner Kamera, das wäre so toll. Ja, dann machen wir ein extra Video. Stellen uns einfach mal neben so ein Verbrennerfahrzeug. Ach guck mal, da vorne ist ein MZ. Eine Truppi. Schick, schick, schick. Boah, ist hier was los, ey. Ah. What are you doing? Ich wollte mal gucken, dass wir alle mal drauf haben. Tada, 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 tada.
Ein bisschen weniger rote Ampeln wären schön. Ja, die ist wird besser. Jetzt. Ja. Wir haben noch eine DSR dazu bekommen. Jetzt sind wir zu viert elektrisch. Es wird nicht lauter, es wird nur. Nee, wird es eigentlich leiser, umso mehr Elektromotorräder mitfahren? Nein. Nee, warum? Lauter. Ach, siehst du, joggen wollte ich auch mal gehen die letzten Tage. Ich komm mit. Nein, das machen mein Körper macht das gar nicht mit. Aber ich. Deiner. Aber ich bin zu schwer, dass du mich dann nach Hause tragen könntest. Stimmt, hier ist ja rechts. Stimmt. Das ist ja lustig. Jetzt fahren wir direkt bei meiner Schwester lang am Campingplatz im besten See. Hätte ich das gewusst, hätte ich die nach vorne zur Straße geholt und dann links und rechts verteilt, die beiden Personen, und dann hätten die winken sollen. Also ich sehe es nicht. Warte, wir waren ja noch nicht an dem Eingang, wo die immer reingehen. Da, die sind hier. Da, da, ja. Da. Peugeot E208. So, kurzes Ladestands-Update. Wir sind jetzt bei 67% von 100 und wir sind 71 Kilometer gefahren, haben noch eine Restreichweitenanzeige von 143. Es besteht also gar kein Grund, überhaupt zu laden. Werden wir auch nicht machen. Ach, siehst du, wir sind jetzt mal von der anderen Seite gekommen. Ah, jetzt verstehe ich. Wir nutzen diese Parktasche. Ah, oh, Alter, alte Frau. Na, alles gut? Selber. Ich bin doch keine alte Frau. Ich auch nicht. Also wie du geklungen hast, hier geklingt es. Naja, das machen wir anders. Witzigkeit kennt keine Grenzen. Also wenn ihr mal hinter Königs Wusterhausen, hinter Bestensee irgendwo seid, hier in Teupitz, gibt es den Tupzer Hafen. Total unscheinbar von außen, aber total lecker von innen. Also wenn ihr mal Lust habt und hier in der Gegend seid, schneid mal rein. Ihr habt die Bilder gesehen, das ist sehr idyllisch und wirklich extremst lecker. Wir haben noch eine DSR dazu bekommen. Die anderen sind auch gleich fahrfertig, dann können wir los. Ich kenne auch den Weg nicht. Ah. Jetzt fahre ich einmal auf und dann knallt mir so ein Vieh am Kopf. Oh, wie cool. Ja, klingt cool, ne? Ich mag das auch. Mann! Ob so ein Bitte jetzt so, Mädel? Po tut weh. Nein, mein Po. Dein Po? Na, der ist ja so klein, da kann er nicht viel wehtun. Doch. Und wie weit kommst du noch? 130. Kilometer. Wir haben noch 50. Wir sind mittlerweile in Potsdam, Landeshauptstadt Brandenburgs, glaube ich. Sehr schön, leider immer ein bisschen stauig. Gibt's das Wort stauig? Oh, Johnny. Ah, jetzt bin ich irgendwie auf die Taste gekommen. Scheiße, hallo? Ja. Okay. Boah, ich hätte jetzt einfach aus Spaß nicht geantwortet. Ja, hätte ich hier einmal kurz in die Rippen geboxt. Früher standen die Brücken einmal dran. Oh, ist das schön. So, hast du eine Badehose eingepackt hier? Wannsee? Und das kleine Schwesterlein? Hallo! Nee. Ja. Ja, ich glaube, ist ein bisschen voller als sonst.
Also, nicht, dass ich sonst wüsste, wie voll es ist, aber... Was, nicht, dass wir die nicht mehr wiederfinden. Ach Quatsch. Aber eigentlich ist es total bescheuert, auf dem Radweg zu fahren, oder? Muss ja nicht frei bleiben. Ja. Ach, hier. Ja, stimmt. Ich sag mal schon mal tschö. Oh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, ne? Tschö. Ich wink euch bis nachher. Gleich. Ich denke, kommst du mit? Ja, ich komm mal mit. Bist du wagemutig, Joachim? Winkkomitee. Ich bin so richtig traurig, während wir uns in 2 Jahren nicht mehr wiedersehen. Lass mich nicht fahren? Nee, lass mich natürlich nicht fahren. PM ist. Potsdam Mittelmark. Was für ein Markt? Mit 45er Pedelec, S-Pedelec. 44, 47. Ist das schön, dass man sich nie anstrengen muss? Alter Falter, 47. Oh, wie ruhig auch. Naja, der Motor macht eine ganze Menge, ne? Aber ich glaube, er muss trotzdem noch ganz schön treten. Auf der 30er Strecke! Geht er? What? Ja. Okay. Bis bald! Achso, ich dachte, der Dicke. What? He's blinking. Ah, so Lichtverhältnisse. I don't see anything here below this. We are there. We are at home from friends. Die Tour ist fast vorbei. Wir sind jetzt wieder fast am Startpunkt. Wir essen jetzt hier noch ein kleines Küchelchen. Ich bin jetzt heute 182 Kilometer gefahren. 24 Kilometer wäre noch drin, 10%. Wir, weiß nicht, haben noch 5-6 Kilometer bis nach Hause, ist also nicht der Rede wert. Er hat mir jetzt aber angeboten, dass ich hier in der Wallbox die Maschine wieder vollladen kann. Da muss ich mich zu Hause nicht drum kümmern, zumal ja unsere BI-Mobil-Ladesäule leider gerade nicht funktioniert. Insofern nutzen wir die Chance. Nutzen wir die Chance und laden hier nochmal voll. Bam! Also 45 Minuten hat's jetzt, hätte sie geladen von, nee, 10 waren es, 10% auf 100, etwa 45 Minuten. Wir haben jetzt wieder 242 Kilometer Reichweite. Der Akku ist komplett voll. Wir haben uns von der Spinnerbrücke einen schicken, leckeren Kuchen mitgenommen. Den haben wir jetzt hier gegessen. Jetzt geht's ab nach Hause und dann ist ja, Feierabend, 8:30. Reicht dann auch. Ciao. Oh. Ihr auch. So, ihr Lieben, ja, war uns eine Freude, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid heute mit uns. Ich hoffe, das Tutorial mit dem Dual Vlog Setup hat euch ein bisschen gefallen und die Tour hinten ran auch. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, natürlich. Und ja, bleibt gesund, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, sagen Remo und die Ilu. Und liked mal das Video, wenn ihr mich mögt. Oh, weil ja, wenn keiner das Video liked, dann. Nee, wollen wir nicht drüber nachdenken. Dann kriegst du noch mehr Likes als sonst. Okay, na gut. Also, wenn ihr Caroline liked, dann gebt einen Daumen nach oben. Dann mögt ihr mich. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.